Hallo und herzlich willkommen auf MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute geht's weiter mit der Episode 26 von Minimix. Auch heute werde ich wieder 10 Minifiguren aus meiner Box rausziehen, wo alle Minifiguren reinwandern, die ich so aus Sets ausschlachte. Und wir werden mal schauen, ob wir rausfinden, wo sie denn hingehören, in welches Set. Oder vielleicht sogar, dass ich sie aus dem Legoland zusammengestellt habe. Also, manchmal werde ich es wissen, manchmal werde ich es nicht wissen. Gucken wir mal, wer uns heute so erwartet. Die erste Figur für heute ist, ein Astronaut. Und zwar ein ganz spezieller Astronaut, nämlich einer mit hier NASA-Aufdruck und relativ realistischem Raumanzug-Design. Der hat natürlich auch ein Kopfteil, ein Helm mit Sauerstoffflaschen. Das ist eigentlich hier so ein Technik-Connector, da kann man zwei Technik-Pins reinstecken und unten kann man auch irgendwas ranbauen. Das sind quasi Aufnahmen für Stats drin. Und das ist so das moderne Design von Unterwasseranzügen und Raumanzügen. Das ist ganz schick. Kann man mehr mitmachen, kann man mehr dran machen, dran bauen. Dafür kann man das Visier nicht gescheit aufmachen. So, auf jeden Fall, diese Figur stammt aus der 10276, glaube ich, müsste stimmen. Oder 10266. Sucht es euch aus, ich weiß gerade gar nicht, was stimmt. Auf jeden Fall ist das die Apollo 11, der Apollo 11 Lander. Davon gibt es zwei Astronauten in dem Lander drin und einer davon ist das. So. Dann haben wir hier die nächste Minifigur. Das ist eine Dame auf einem roten Roller. Da diese Dame hier ein normales Minifigurengesicht hat und ich hier gerade den Lenker von der Vespa oder was auch immer das ist hier abreiße, kann ich das relativ gut einschränken, woher das kommt oder einschätzen. So, Haare keck im Gesicht. Das hier ist ein Figürchen aus dem Pariser Restaurant, einem Lego Modular. Da sind nämlich noch relativ lange die normalen Gesichter halten geblieben. Ja, ganz witzig. Das Motorrädchen ist hier nichts Besonderes, aber die Figur eigentlich auch nicht. Ja. Habe ich, glaube ich, das Oberteil auch schon mal am Legoland Teileverkauf gesehen. Dürfte also nicht irgendwie wertvoll sein. Bocken wir hier ein bisschen auf, dass er nicht umfällt. So, die nächste Minifigur für heute ist eine Dame auf Rollschuhen. So, da können wir jetzt auch relativ gut einschränken, denn das Gesicht ist zwar nicht mehr das Standardgesicht, aber es ist trotzdem ein Modular, nämlich der Diner. Denn in den ersten amerikanischen Dinern, Fastfoodketten, wo man mit Auto hinfahren konnte, wurde man außerhalb des Restaurants bedient von Bedienungen auf Rollschuhen. Das war tatsächlich so. Und das hier ist eine Bedienung aus dem American Diner. Ja, sehr, sehr schön hier mit dem Kelch. Da fehlt eigentlich nur noch das Tablett. Also Kelch halt hier, Glas, Becher, wie auch immer, Eisbecher wahrscheinlich. So, drei. Nummer vier für heute ist ein asiatischer Herr. Ha, gute Frage, wo der herkommt. Der ist mit Sicherheit aus irgendeinem Asia-Set. Der hat hier interessantes Zubehör. Der hat eine Minifigur auf dem Stab und dem habe ich noch so einen Drachenkopf mit dazu gegeben, weshalb auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Herr ist aus dem letztjährigen Neujahrsfest, chinesischen Neujahrsfest-Set. Das war das der Tempelmarkt. Genau, der Tempelmarkt zum chinesischen Neujahrsfest, da könnte der her sein. Da gab es nämlich einen, der so Minifiguren verkauft hat. Hier auch ganz tolle Aufdrucke in Gold. Hat eigentlich ein zweites Gesicht? Nee, hat er nicht. Da müsste der eigentlich herkommen. Ansonsten sieht das so ein bisschen aus wie ein Schlafanzug, ist aber, glaube ich, ein Kimono oder sowas. Vielleicht ist das auch was Japanisches und die Chinesen haben was anderes, sind jetzt bestimmt fürchterlich beleidigt. Also das resultiert nur aus meiner Unkenntnis, das sage ich ganz klar. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Minifigur hier. So, Blau und Gold, ganz tolle Kombination. Wirkt so ein bisschen wie die Europa-Fahne. Erinnert mich an das Outfit der Queen, als die Briten ausgetreten sind oder austreten wollten. Das war ein interessantes Statement. Müsst ihr mal reingucken in die historischen Dokumentationen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also, das hier ist eine Dame mit einem Ring. Die kriegt offensichtlich gerade einen Heiratsantrag. Ich glaube, dass das die sein könnte aus dem Pariser Restaurant. Oder ich habe diesen Ring einfach noch mal einer anderen Minifigur in die Hand gedrückt. Glaube ich aber nicht. Denn die Figur hat hier ein normales Gesicht, also ein altes Gesicht. Von da ist es, glaube ich, die Dame aus dem Pariser Restaurant, die den Heiratsantrag kriegt. Ja, sehr schön. Aber auch nicht so richtig was Besonderes. So, fünf Minifiguren. Brauchen wir noch weitere fünf. Nummer sechs für heute ist,
Auch wieder eine asiatische Minifigur. Das ist eher eine Statue. Das ist die Statue aus dem Frühlingslaternenfest. Ganz neu dieses Jahr rausgekommen, 2021. Sehr, sehr schönes Set. Vor allem mit ganz vielen exklusiven Geschichten. Und hier auch dieser 2021 Aufdruck wird das Ganze sicherlich irgendwann mal interessant für Sammler machen. Hier mit diesen Reisbällchen da, mit der Füllung und den Lampignons. Das ist ganz klar das Frühlingslaternenfest. Ja. Da könnte man auch noch eine Kappe aufsetzen, der Statue. Dann wäre sie irgendwie noch vollständiger. So, nächste Figur ist ein kleiner Junge mit Hähnchenschlägel. Den haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Das dürfte einer sein aus meinen ausgeschlachteten Outdoor-Cabins oder auch, müsste eigentlich Outdoor-Cabin sein. Outback-Cabin heißt die, glaube ich, nicht Outdoor. Ein bisschen unlogisch. So, Hähnchenschlägel, weil der, glaube ich, am Feuer sein Hähnchenschlägel grillt, weil man natürlich auch in der Wildnis ein Hähnchen findet, was man grillen kann. Ganz logisch, ganz klar. So, 3, 6, 7. Nummer 8 ist ein Polizist. Von Polizisten kann man eh nie genug haben. Das ist hier mit Helm offensichtlich ein motorisierter Polizist, dem seine Motorisierung fehlt. Da müsste man dann vielleicht nochmal was ergänzen oder den Helm einfach weglassen. Und ihm eine normale Figur verpassen, der wird aus irgendeinem Polizeiset sein. Vielleicht ist er auch aus der Einsatzzentrale, aus dem Mobilen oder auch nicht. Auf jeden Fall hier nochmal ein klassischer Helm, sehr schön. Toller Polizeiaufdruck mit Sheriffstern, Funkgerät hinten dran und Handschellen in der Hand. Immer wenn ich diese Handschellen sehe, muss ich daran denken, wie die eingesetzt wurden in den Ninjago City Docks. Da wurden die Handschellen nämlich als Waage eingesetzt. Das fand ich eine grandiose Idee. 3, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau, mich nicht verzählt. Hier ein kleiner Junge mit Ghetto Blaster. Das ist ein sehr, sehr cooles Zubehör, dieser Ghetto Blaster. Und ich meine, dass das aus dem Strand-Minifiguren-Set kommt. Da gab es mal eins mit ganz vielen Minifiguren und das ist eigentlich ein 1x3er Brick Modified mit Griff und tollem Aufdruck. Und also irgendwie wirkt der Kollege hier wie aus den 80er Jahren. Also wer läuft denn bitteschön noch mit Ghetto Blaster rum? Und der hat hier, glaube ich, sogar, ja, genau, das ist sogar ein Kassetten-Ghetto Blaster, ja. Also das ist eine Hommage an die 80er Jahre, hier sogar mit Dual Mold, glaube ich, oder ist es draufgemalt? Nee, es ist ein Dual Mold, ja. Also sehr, sehr schick. So, eine haben wir noch, dann haben wir es für heute geschafft. Und da kommt nochmal eine Parker. Da werden wir ein paar noch davon sehen, denn ich habe noch ein paar, ich wollte schon sagen, Ninjago, nein, Hidden Side Sets ausgeschlachtet. Mit ihrem fürchterlichen Handy und immer der gleichen Frisur ist das so ein bisschen langweilig, aber gut, man nimmt es halt mit. Ja, also Hidden Side Nummer, weiß nicht, X, keine Ahnung, völlig vergessen, wie viele ich davon ausgeschlachtet habe. Also 3, 6, 9, 10, 10 Minifiguren wieder. Also ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Wieder 10 neue Minifiguren. Das wird auch noch ein bisschen weitergehen. Ich habe noch ein paar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch den Daumen oben da oder vielleicht sogar ein Abo. Würde mich sehr freuen. Über jeden Kommentar freue ich mich auch. Den beantworte ich natürlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim nächsten Video auf meinem Kanal auf MoxScout.